Mein heutiger Gast, auf den ich mir sehr freue, der Mann, der letztes Jahr noch zum attraktivsten Moderator des Jahres gewählt wurde. Hier ist der netteste Mann von Instagram. Hier ist Kai Pflaume. Ich muss erst mal gucken, wo die Kai Pflaume Ultras sitzen. Ja, die Kai Pflaume Ultras, die waren schon zu besoffen, die haben wir nicht reingelassen. Sei froh, dass nicht die Kai Pflaume Hooligans gekommen sind. Ja, das stimmt. Ja. Hast du so derbe Fans, die so hinterherreisen wie bei einer Band? Nee, nicht so. Ja. Also wenn man sich irgendwo zufällig trifft, dann kann es schon mal derbe werden. Aber nicht so, dass sie mir... Mir ist auch lieber, wenn die Leute mir auf Instagram folgen, als im Leben. Absolut, das kann man ja, wenn man die so auf der Straße trifft, kann man das ja nicht kapitalisieren. Nee, ja. Das stimmt. Instagram ist einfach ein cooles Hobby. Das ist davon lebe ich ja nicht. Davon lebst du nicht, aber man könnte, glaube ich. Also wie du das betreibst, du machst es ja nicht, aber du könntest das natürlich füllen mit sowas, oder? Könnte man. Ja. Ich habe mal gehört, ab 100.000 Followern auf Instagram könnte man davon leben. Die Frage ist, wie? Naja, zumindest nicht schlecht. Also so besser als arbeiten, nehme ich an. Ja? Also. Sag mal, ich habe gerade gesagt, du bist zum attraktivsten Moderator gewählt worden. Bei mir ist es ja so, ich kriege ja nicht mal mit, dass da gewählt wird. Obwohl ich ja auch Moderator bin, eigentlich. Das ist eine Frage, die du dir stellen musst. Muss man sich da selber anmelden? Oder? Genau. Nee, man wählt auch für sich selbst. Das ist das Entscheidende. Ne? Nein, keine Ahnung. Das gibt es ja immer mal wieder, diese Umfragen. Und dann kriegst du irgendwann einen Anruf und dann sagt dir einer, oh, sie sind gewählt worden. Und dann hoffst du irgendwas Cooles und so. Und dann kommen sie und sagen, ja, so. Und dann frage ich immer als erstes, wer ist auf Platz 2 und Platz 3? Ja. Und wenn es dann irgendwie Günther Jauch oder sonst wer ist, weiß man, kann man nicht ernst nehmen, ne? Ja. Aber wer ist da sonst? Aber Joko wahrscheinlich, ne? Joko. Ja. Joko wird auch mal. Joko war was war das noch? Grazia Style Ranking, war der eine Zeit lang auch vor mir mal. Du, ich habe letzte Woche mit einem 8-jährigen Jungen für Klein gegen Groß gedreht. Ja. Der hat mir erzählt, dass Joko sein Style-Vorbild ist. Ja, die armen Kinder. Meine Güte nochmal. Dann habe ich das. Das ist schlimm, was da los ist auf der Straße. Die Eltern da nicht aufpassen. Dann habe ich das ein bisschen hinterfragt, weil ich das auch nicht so richtig glauben konnte. Ja. Und dann hat er das präzisiert, es geht um die Frisur und die Brille. Ja, eben, das ist ja umso schlimmer, wird immer schlimmer. Dass der jetzt nicht den Hals schön findet von Joko, war mir auch klar. Ne? Oder die Plauze. Ja. Man nennt ihn ja auch intern den Flamingo mit der Rentnerplauze. Ist das so? Ja. Du heißt aber darf man nicht weiter. Aber ich habe über dich auch Sachen gehört, was man intern über dich spricht. Ja, sag mal, was spricht man denn intern über mich? Dann sag doch mal. Also. Was guckst du mich an? Du hast es doch gesagt. Ja, also weiß ich jetzt nicht, was. Transparenzoffensive. Toller Chef. Ja, aber ich will jetzt auch nicht, dass du rausfliegst oder so, weißt du? Ja, eben, deswegen erzählst du doch auch vielleicht nicht. Ich hab dich gelobt, Klaas, also. Nee, ich sag's nicht. Es ging so ein bisschen darum, dass du... Nur Lob war es. Innerlich viel älter bist, als du eigentlich aussiehst. Das ist mir durchaus bewusst. Deine Einstellung so. Das ist mir bewusst, aber das, guck mal, ich meine, der Typ, ja, der ist... Guck mal, wie der aussieht, ne? Der ist 55 at heart. Das guck mal, stimmt, ja. Der sieht älter aus als Arjen Robben. Jetzt, ich will hier nur sitzen und meinen Kaffee trinken. Lass mich in Ruhe. Wobei ich ehrlich gesagt eher ein bisschen verstört bin, was dein Outfit heute ist. Du bist verstört. Jetzt fängt's aber, jetzt fliegt's aber 13. Sonst siehst du immer so schnieke aus. Ja, genau. Aber wenn du hier im Kuschelpullover kommst, dann sagt keiner was, oder was? Was ist denn los? Hab ich nur die Liebe zählt moderiert 1982 oder du? Ja, weißt du? Aber ich werde hier angemacht, obwohl ich irgendwo mal noch einigermaßen noch in der... Also aber ich war damals auch schon hip bei nur die Liebe zählt, hab auch mal ohne Socken moderiert. Wenn du deine Penny-Loafers getragen hast, ja, wahrscheinlich. Ja, wir können ja mal gucken. Du bist nämlich schon ganz schön cool hier. Guck mal, wir können mal ein paar Insta-Bilder von dir angucken. Ne? Meine Herrschaften, du. Das würde ich... Also da muss man erstmal drauf kommen, das so zu kombinieren. Ja. Ja, das ist so Color Match Level 100 plus. Lit. Ja. Yeah. Ja. Und ich habe gesehen übrigens, du machst auch sogenannte Campouts, ne? Ist auch nichts Neues für dich, ne? Nee, Campouts kenne ich, ja. Also ich hab ja zwei mittlerweile erwachsene Söhne und wir haben hier so Supreme Campout schon das eine oder andere Mal Vielleicht gemacht. Kurz mal erklären, was das eigentlich ist, Campout.
Also soll ich dir jetzt erklären, was Supreme ist oder was ein Campout ist? Du kannst es mir mal stellvertretend für einige Zuschauer draußen, die das vielleicht nicht wissen, mir mal erklären. Nee, ich gehe schon davon aus, dass die Zuschauer zu Hause, deine Zuschauer wissen sowohl das eine als auch das andere. Ja. Also Supreme ist so die mega hippe Marke der Millennials. Ja. Ja, und da, wenn da neue Sachen rauskommen, da gibt es mega lange Schlangen. Genau. Und das war jetzt hier in L.A., da kam am nächsten Tag, da war der Fall-Winter-Drop. Ja, das ist ja immer donnerstags, ne, bei Supreme. Ja. Und da stehen die Leute dann wirklich sehr, sehr lange Schlangen an. Und du hast das mitgemacht und das hast du gerade schon angedeutet, für deine Kinder, ne? Genau, ich habe das mit meinen Jungs gemacht. Hier sieht und man das mal. Man muss sich das mal vorstellen. Ja? Also wir waren am, also der Laden Donnerstag, 11 Uhr macht er auf. Wir waren Mittwochabend circa 18 Uhr da. Ja? Da waren wir so an Platz Nummer 100. Ne? Und ich habe das hier mal aufgezeichnet, da vorne, wo der linke Pfeil ist, da ist der Laden. Ja. Da, wo der andere Pfeil ist, da war ungefähr Platz 100. Und da rechts außen, das war das Ende der Schlange. Wahnsinn. So, pass auf, jetzt sage ich dir, 18 Uhr Mittwochabend da gewesen. Wann waren wir in dem Laden drin? Donnerstag, 8:45 am Abend. Aber das ist, weißt du, was ich daran total schön finde? Dass man, also ich finde, wenn man so weiß, was man bereit ist, für seine Kinder zu tun, obwohl die schon erwachsen sind. Die sind ja nicht mehr 6 Jahre alt. Aber das sind erwachsene Jungs. Sie noch nicht ganz erwachsen. Aber das ist, also Fairfax ist tagsüber okay. Aber nachts, also ich habe da nebendran im Auto geschlafen. Wenn man da nicht Kai Pflaume mit hat, wird es gefährlich. Ja, das wird es gefährlich. Verstehe ich. Ja, ja, aber, aber trotzdem, ich finde das, muss ich mal wirklich sagen, ich finde das höchst sympathisch und wahnsinnig liebevoll, dass du einfach sagst, wisst ihr was, Jungs, ihr könnt das von mir aus machen, aber ich komme mit und penne im Auto und bewache euch. Ja. Ich finde das total schön. Vielleicht war es ja auch andersrum. Sag mal, wo wir hier auch gerade über Sneaker und so Sachen gesprochen haben, ne, was ist so dein Holy Grail so? Naja, besonders lit ist ja, wenn du irgendwas am Fuß trägst, was eigentlich noch nicht im Laden ist, also was man noch gar nicht kaufen kann. Ja, ja, da dreht die Community immer ganz schön ab. Flexst du dein Grail dann oder lässt das in der Box oder was? Oder? Nee, ich flex die Grails eher. Wo holst du dir die hottesten Drops so? Hast du einen Fremdsprachenkurs gemacht jetzt vor der Sendung? Ja? Sag mal, warum pinrollst du eigentlich nicht? Wir können es mal ein bisschen pinrollen auch. Warum machst du das nicht? Ja, nee, wie soll das? Das ist nicht so mein Ding. Aber wenn du so weitermachst, ne, dann wirst du bald hier, du wirst Ehrenmitglied im Verband Botanischer Gärten. Das sage ich dir. Das ist so, das ist so genau dein Style. Der gehört dahin. Ja, du. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass mir das schnell zu anstrengend wird. Ja? Nein, das ist, so anstrengend ist das ja gar nicht. Du musst ja da gar nichts tun. Nee, die sind sehr nett. Die helfen dir auch mal, wenn du mal Hilfe brauchst. Bei mir ist das Ding, weißt du, mir fällt es ja schon schwer, nett zu sein. Also das ist schon für mich schon die erste Herausforderung. Aber wenn man eins von dir lernen kann, du hast es irgendwie geschafft, skandalfrei wirklich durchs Fernsehen zu gleiten, wie kaum ein Zweiter. Das ist manchmal nicht so einfach. Ja, wieso? Weil man einfach wirklich skandalfrei leben muss oder weil man sich einfach sehr gut tarnt? Naja, die Skandale, die liegen ja quasi überall links und rechts des Weges. Ne? Was heißt und das? Man muss denen halt ausweichen. Aber ich glaube, die gute Voraussetzung ist, ich bin ja gar nicht so ein extremer Typ, weißt du? So, ich bin einfach nur ich selber. Ehrlich? Ja, das stimmt. Also wenn man im Internet so guckt, du bist halt wirklich ein total lieber Kerl, ne? Aber du hast ja auch vorhin gesagt, der netteste Mann auf Instagram. Vielleicht gibt es das ja auch demnächst als Umfrage. Könnte sein, ja. Könnte sein, dass du da jetzt auch, aber ich meine, da muss man keine Umfrage machen. Man kann sich einfach mal die Bilder angucken. Guck mal hier, da hast du ein Eis in der Hand. Einfach. Ja. Ein ganz leckeres Eis. Das war Eis. Nicht irgendein Eis, das war Matcha-Latte und Currywurst-Eis. Ja, na gut, aber es halt in erster Linie ist das hier, oder hier zum Beispiel am Badewannenrand, so richtig eingeschäumt hier, wie so ein Butcherjunge. Ne? Das war so lustig, weil das Foto ist so abgegangen. Ja. Das muss ich ganz kurz erzählen. Die Idee dahinter war einfach nur, die Badekappe, die ich da aufhabe, ist eine Supreme-Badekappe. Weird. Und die gab es einfach als kleines Giveaway bei den letzten Bestellungen. Ja. Ja, und ich fand die so cool, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt irgendein Foto damit machen. Ja, ja, hast du dich da ins Hammam gesetzt oder was? Nee, das im Hotelzimmer. Ah. Ja. Oh Gott, ey, stell mal vor, was du für einen Schock kriegst als Reinigungskraft. Wenn du da, stell mal vor, du machst da versehentlich die Tür auf, dann sitzt der da so. aber das lieben die. Nee, das bin ich nicht. Nee, das aber ist, da hast du einen Kommentar. Einen Kommentar drunter. Da nee, das ist Sammy Slimani. Habe ich da was drunter geschrieben? Ja, hast du was kommentiert. Ne? Können wir uns nochmal angucken hier, da hast du was kommentiert. Zum Beispiel hier, Happy Birthday, auf das auch im kommenden Jahr wieder einige Träume und Wünsche für dich in Erfüllung gehen. Ja, ist doch nett. Also, super nett. Ja, aber weißt du, oder hier was, bei Elton, soll ich denn drunter schreiben? Guck mal hier bei Elton zum Beispiel, hier, der Kugelblitz, ne? Da war er wieder unterwegs, hat wieder, der macht den Marathon und so, ne? Naja, ich glaube, das liegt ein bisschen zurück.
Ja, gut, aber er macht Sport, ne? Ja, ja, er läuft wieder. Ja, ja, genau. Er läuft wieder und da schreibst du dann auch was Motivierendes so drunter, ne? So ein paar Emojis hier. Was ist der zweite Emoji? Ein Furz oder was? Ja, nein, mit dem Emoji zeigt man an, dass der Läufer besonders schnell unterwegs ist. Mhm. Ja? Oder besonders viel pupt. Ja, und den Turbo gezündet hat. Ja, also da geht das schon mal in eine gute Richtung, wenn es als Pups gemeint war zumindest. Ja. Weil ich glaube, man muss trotzdem auch manchmal richtig eine böse Sau sein in diesen Zeiten. Das geht nicht. Man muss auch richtig mal richtig gemein sein. Muss man auch mal sich anlegen mit Leuten im Internet auch mal. Da möchte ich dich mal so reinführen. Und deswegen spielen wir jetzt ein Spiel, ob du willst oder nicht. Und das heißt Pflaume Unchained.